Hallo und willkommen zurück zu Let's Play War Thunder Tanks. Also wieder Tanks ohne Flugzeuge. Ich werde die Tage, denke ich, oder in der nächsten Zeit, denke ich, auch mal wieder fliegen hier. Aber ja, letztendlich bin ich dann noch eher ein Fahrer. Und die Events sind wieder offen und wir gehen mal. Ups, nee, Rangliste wollte ich nicht. Wir gehen einfach mal in ein Event. Ich weiß ja jetzt inzwischen, wo man es findet. Und ja, 3 Stunden und 47 Minuten ist es noch offen. Ist dann also bis 10 Uhr, 22 Uhr, ja. Okay. Only Tanks allowed. Ja, wir haben leider nur 2 Nationen, also können wir die Amis, die Briten sowie die anderen Nationen da. Ja, können wir leider alle nicht spielen. Es gibt, wie gesagt, nur die beiden Deutschen und beiden Deutschen, Deutsch und die Deutschen und die Sowjeten. Und haben wir jetzt ein Game? Ach, ich dachte schon, wir hätten ein Game gefunden. Und ja, hier bei dem T26 sind wir mal durch. Der T28 wartet sogar jetzt schon auf uns. Das denke ich ist die nächste Runde. Dann haben wir dann auch, den kann ich mir dann denke ich auch direkt kaufen. Und mal sehen, wie der ist, je nachdem wie lange die Runde dauert. Gucke ich dann, ob ich mit dem T-20 gleich noch ein Match da fahre. Oder ob ich das nicht auf die nächste Folge schiebe. Ich denke, ich mache hier mal eine Pause und jo, wir sehen uns gleich in Game. Ja, das war ja wieder genial. Ja, genial. Nachdem ich die Aufnahme ausgemacht hatte, 10 Sekunden danach, ja, hier Match. Genius. So, im Conquest Mode. 2 Teams fight for control. Control over the ground zone. Das ist cool. Also capture the flag. So, hier wird schon fleißig geschossen. Und ich guck mal, wo ich hinfahre. Das ist übrigens ganz cool, dass man jetzt unten links so einen. Boah. Da ist ein T28 ein. So ein Panel hat von seinem Panzer. Das habe ich in der Beta ein bisschen vermisst. Man sah da zwar zu Anfang, was kaputt ist, aber danach dann auch nicht mehr. Hier wird scheinbar schon fleißig geschossen. Kompletter Noob wir hier wieder machen. Hoffentlich passiert uns nicht das, was beim letzten Mal passiert ist. Das war dann den eigenen Wecke. Wo wir den eigenen weggeholzt haben. Die. Ups. Oh, Treffer, schön. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was das ist. Ich glaube nicht, dass es ein Panzer ist. Ich glaube eher, das ist eine Artillerie, die da hinten irgendwo umgammelt. Wobei. Ja, das war, denke ich, ja. Bodenziel. So, was können wir da schießen? Der ist da ganz schlecht zu treffen. Ah, jetzt vielleicht. Yes. Ja, der ist echt schlecht zu treffen. Gerade bewegt sich der. Okay, ich glaube, jetzt ist das Treffen nicht mehr möglich. Aber da haben wir schon den nächsten Gegner. Und weg. Null. Das ist aber eine Artillerie, oder? Das ist so ein komisches Zeichen. Es guckt so nach oben. Es sieht auf jeden Fall danach aus. Ihr seht, ich bin wieder ein kompletter Noob. Ich weiß das alles gar nicht mehr. Tut mir auch leid. Aber ich denke, wenn es Open Beta ist, dann werde ich sehr viel mehr spielen. Das wird auch so gesagt mein Ausweichgame, wenn es mal bei WoT mega nicht läuft. Dann werde ich das Spiel definitiv dann spielen.
Spätestens. Muss ich die nicht treffen können? Naja. Nur ich will halt hauptsächlich warten, bis die Open Beta beginnt. Ja, weil das, was ich jetzt hier erforsche, ist quasi unnötig, könnte man quasi sagen. Weil ich das wieder abbezogen bekomme. Na. Da hat er sich ganz gut bewegt. Ja, das war Artillerie, die eine nicht abgeschossen hat. Trotzdem sollten wir vorsichtig bleiben. Nicht zu übermütig werden, sonst sind wir gleich wieder weg. Zwar mal drei Panzer, aber ich meine, ich will jetzt auch nicht die Hälfte der Zeit flach liegen. Aber jetzt gerade ist nichts in Sicht. Da scheint einer zu sein, da hinter dem Stein. Ups. Ist da auch irgendwas. Da. Da haben wir noch einen Panzer, den haben wir fast übersehen, aber... Oh, er zielt auf mich. Nicht gut, nicht gut. Ich track ihn mal, ja. Ja, ich glaube, da runterfahren ist nicht so schlau. Dadurch komme ich auch nicht. Aber noch eine Anti-Tank. Glaube ich, mich schon versucht abzuschießen. Ich riskiere es jetzt einfach mal, getroffen zu werden. Aber wir haben sie vorher erwischt. Lol. Ja, da kam der. Was ist das? PZ2E? Das hat nicht gesehen. Seht ihr immer noch nicht. Ach ja, jetzt ist wieder resettet. Das war aber sehr erfolgreich. Also 1500 Punkte. What the fuck? Für mich ist es eine echt nicht schlechte Runde. Bis jetzt schon. Und ich habe immer noch diesen und den nächsten Panzer über. Wow. Echt super Start. Da sind, glaube ich, die 800. Ich glaube ungefähr 800. Fehlenden XBs bis zum T28 sicher. Ups. Ich habe meinen Warlag auch wieder an, das müsst ihr natürlich wissen. Was muss ich drücken? Was hat mich überhaupt... Gar nichts. Ach du Scheiße. Respekt. Also. Da hat sich dieses gerecht. Ich habe nichts gesehen. Sollte irgendwie U drücken, aber dann. Ja. U. Ich wusste jetzt nicht, ob ich gedrückt halten soll oder. Einmal gedrückt. Einmal drücken. War a little bit problematisch. Ach, da, shit. Der fährt da unten, kann auch hinter durchfahren. Na. Wenigstens ein Hit, Driver und Commander weg, dann sieht das schon mal halbwegs gelohnt. Jetzt fahren wir, ja, jetzt fahren wir ein bisschen anders. Nicht so auf die Zis. Das wird etwas ungemütlich.
So, da, oh, da war ein durchrushender T28. Durchrushen ist nicht. Der Feind hat die Initiative, ja, das kann ich mir vorstellen. So wie der da durchfährt. Der auch nichts zu befürchten. Ah, guck mal, hier wächst eine Pflanze. Ist immer ein Panzer auf der Brücke. Nee, es brennt einfach nur mega. So, die haben den BT-7 bemerkt und sie haben ihm auch schon ein Loch eingeschossen. Das ist schlecht. Ich da jetzt hinfahre, wissen natürlich, oder denken sie auf jeden Fall eventuell, dass der der BT-7 ist und ich werde dann eventuell direkt gefokust. Das wäre nicht so schön. Ja, der konnte, den konnte man echt schlecht treffen. Das muss man da echt zugeben. Aber wir können jetzt mal attackieren. Ja, der Panzer irritiert mich immer noch. Weil der, die Crew ist weg anscheinend. Ne, er sieht halt nicht so aus. Aber wir werden verlieren. So wie es ausschaut auf jeden Fall. Ist echt nur ein Cap-Punkt. Ist natürlich echt auch relativ wenig. Es kann natürlich da echt schnell dann ziemlich daneben gehen. Wenn eine Seite den Cap-Punkt sehr dominiert. Dann kann das durchaus etwas problematisch werden. Wie mache ich das genau? So, ja. Ah, er brennt! Ich habe einen kritischen Treffer verursacht. Boom! Oh, nice. Ja, sehr geile Runde, abgesehen davon, dass wir nicht gewonnen haben. Es wäre natürlich, boah, perfekt gewesen, wäre das ein Double gewesen. 3000 Punkte. Ich glaube, mit die beste Runde, die ich echt jemals hatte, könnte man sagen. Oh, ich weiß gar nicht, wer danach kommt. Ich will den Panzer nach dem T28. Kann ich das nicht verschieben? Ja, wenn es sein muss. Ja, was ist das denn? Bomber. Die meisten Bodenziele zerstört, wenn mehrere Spieler die... Ja, 9 Bodenziele zerstört. Wow. Hätte ich von mir selber nicht erwartet. Abschusshilfen. 3000 Punkte. Ja, es ist eine extrem gute Runde, die ich bis jetzt so noch nicht hatte. Und wir haben den T28, glaube ich, erforscht. Ja. Ja, warum ich den KV-1 jetzt nicht erforschen konnte direkt? Ah, weil ich das Fahrzeug noch nicht hatte. Deswegen ging die leider die 66... Okay, 66 XP ging dann da rein. Es war aber echt... War das durch den Loot so wenig? Sehr wenig XP, muss ich sagen. Aber war halt auch eine Niederlage. Das bringt dann ja natürlich auch nicht ganz so viel. So, 600 Credits. Bestellen, ja, ich hätte den gern bestellt. Ich frage mich gerade nur, wenn ich den jetzt... Kann ich damit 2 Panzern fahren? Ich glaube ja, oder? Ich glaube, ich packe den mal da rein. Oder was ist das für eine Stufe 2? Dann packen wir den da rein. So, jetzt können wir auch schon den KV... Der Rang dieses Wassers ist gesperrt. Mich doch. Also muss ich jetzt noch die erforschen, damit ich den erforsche? Nein, das ist doch jetzt nicht wahr, oder? Ich habe lange nicht mehr gelevelt in dem Spiel. Das Teil würde ich übrigens auch gerne mal haben. Sieht auf jeden Fall funny aus.
Das heißt, ich muss theoretisch auch eine zweite Reihe gehen. Ja, dann werde ich wohl die T45-Reihe nebenbei gehen. Das ist schade, das ist echt schade, außer vielleicht wenn der T21 Full Upgrade ist. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Information ist von Modifikation. Die könnte durchaus sein, aber ich weiß es nicht. Falls ihr das wisst, schreibt mir das mal in die Kommentare. Ansonsten denke ich, finde ich das bis zum nächsten Mal raus. Und ich würde sagen, das war's auch für diese Folge erstmal. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Und würde sagen, ja, eine tolle Runde war das. Eine richtig schöne Runde. Meine beste bis jetzt überhaupt in WT Ground Force. Und ja, mögen weitere folgen. Tschüss.